haben hier drin Frankenstein erschaffen. Nein, Frankenstein war der Arzt, nicht das Monster. Ja, denn andersrum würde es auch keinen Sinn ergeben. Bei uns, das Gesicht kenne ich. Stimmt, ich auch. Wenn ihn so ein Gesicht gemacht hat, hieß, dass das alles noch komplizierter wurde. Clark hat gerade die letzten Abgüsse erhalten. Und als er dabei war, das Skelett vollständig zu rekonstruieren, hat er einen überzähligen Knochen gefunden. Wer hat den Knochen, Sophie? Nein, nein, das ist ein abgebrochener Teil eines Oberschenkelknochens von jemand anderem, den die Doktoranden hier nicht identifiziert haben. Die Knochen, die sich hier befinden, wurden alle am Tatort gefunden und katalogisiert. Vielleicht hat er ihn bei sich. Knochenleute haben gerne Knochen bei sich. Ich denke, es ist die Mordwaffe. Was, ernsthaft? Der Eintrittspunkt der Stichwunde ist zwischen den Wirbeln TH6 und TH7 und reicht ungefähr 22 cm durch das Herz und die Lunge. Der Täter hat einen Knochen verwendet, um ihn zu ermorden. Man lebt vom Knochen, man stirbt durch den Knochen, das ist... Entschuldigung. Das heißt, wenn wir den Ursprung des Knochens finden, dann finden wir auch den Mörder. Da kommt das Quecksilber ins Spiel. Dieser Oberschenkelknochen weist eine hohe Konzentration an Quecksilberfulminat auf. Was bedeutet das bei uns? Gar nichts, das ist so hilfreich. Nun, mich interessiert eher, dass er ossifiziert ist. Das bedeutet, der Knochen ist zu Stein geworden. Nein, nein, nein. Fangen Sie nicht auch noch an, mir alles zu erklären. Ich will wissen, was das zu bedeuten hat. Das bedeutet, er ist über 2000 Jahre alt. Dass ich ossifiziert kannte, war für mich eine Meisterleistung. 2000 Jahre bedeutet, dieser Knochen stammt definitiv aus der Bronzezeit. Die Grabung. Oh mein Gott, was? Also dieser winzige Knochen allein hätte verhindert, dass Frampton seine Hochhäuser baut. Ja. Vielleicht war das für den Mörder dann eine Art... symbolische Rache, weil ihn unterschrieben hat. Das ergibt einen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Niemand tötet jemanden einfach symbolisch mit einem Knochen, nicht mal in England. Nun, was dann, Agent Booth? Ja, das ist das Feuer, die Zigarette, das deutet auf Affekt hin. Der Täter hat nicht symbolisch gehandelt. Er hat aus Wut gehandelt.